Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ich habe mich tatsächlich gerade ganz kurz vorbereitet, habe mir die letzte Folge ganz kurz angeguckt und ich habe jetzt gerade auch auf die Karte geguckt und bin verwirrt, warum wir hier im Aktenraum noch nicht drin waren. Waren wir da nicht letzte Mal irgendwann drin? Hier sind wir doch, ich habe aber gerade geguckt, ich habe den letzten Speicherstand geladen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier reingekommen ist und wir hier doch voll die Action hatten. Oder haben wir irgendwas noch liegen lassen, dass der Raum noch rot leuchtet, weil ich bin mir 100% sicher, dass wir hier drin waren. Den Schlüssel haben wir nämlich nicht. Okay, liegt da irgendwo Schießpulver? Da. Aber. Mist. Vermute mal, wenn wir jetzt zurücklaufen, dann kommt der, ne? Jetzt will ich ja am liebsten nochmal neu laden. Da kommt er, der Geile, ey. Der geile Stalker. Okay. Schaffen das auch ohne Neuladen. Ich habe nur Angst, dass irgendwann die Bretter nachgeben und dann der Zombie da auch noch wieder durchkommt. So, alles was abgehakt ist, brauchen wir ja sowieso nicht mehr, ne? Verstauen. Verstauen. Kiespulver, das packen wir auch erstmal weg. Was mit dem Kästchen nochmal? Das muss ich mir nochmal ganz kurz angucken. Haben wir nicht so ein Juwelending eingesammelt gehabt? Da, ne? Aha. Das aber. Untersuchen. Das muss ich euch übrigens noch zeigen. Das habe ich mir nämlich letztens gekauft, diese Marke. Space. Da ist er, der USB-Dongle. Ich muss das unbedingt mal nachgoogeln, ne? Dongle, Alter. Also, das ist. Ich komme auf dieses Wort immer noch nicht klar. So, kommen wir jetzt auch mal wieder zurück. Ich möchte nämlich gerne noch was Schießpulver holen. Und dann können wir noch mal gucken. Wo war denn das noch mal? Ach, da war der PC. Auf dieser Etage war das. Ja, dann warten wir jetzt nicht, bis der zurückkommt. Dann holen wir das halt später irgendwann. Und gehen jetzt erstmal zum PC und, warum hört es das so an, als wäre der hier auf der Etage und wird jetzt da gleich rauskommen? Nee, er ist unten, okay. Ich kann das zwar ganz gut einschätzen, aus welcher
welcher Richtung er kommt. Aber tatsächlich nicht auf welcher Etage. So, wir müssen... Da müssen wir aufpassen, ne? Da sind ja Licker. Da dürfen wir also nur gehen. Ne, hier war die Wäschekammer, ne? Tief durchatmen, tief durchatmen. Puh, okay. Hm. Oh, ich dachte, ich hätte den jetzt nicht mitgenommen. Brief an die Stars-Mitglieder. An meine lieben Stars-Kameraden, wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr euch immer noch mit den alten Irons rumschlagen? Ich? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an die Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere 6 Monate. Barry, wage es ja nicht mehr nachzukommen. Wir wollen doch schließlich nicht all die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Bräute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte ihr bitte aus, dass es mir gut geht. Ich wusste gar nicht, dass der Chris so ein Draufgänger ist. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hm, ich dachte eigentlich, da wäre jetzt auch ein bisschen Munition drin. Okay, wir haben ja aber auch noch nicht alles gemacht. Können wir da mitnehmen? Aber am PC kann ich nichts mehr machen. Ah, okay, deswegen war das rot. Ich muss den wieder mitnehmen. Okay, dann brauche ich den für später irgendwo noch, ne? Und ich hier auch abspeichern? Nee. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir auch in diese Richtung wieder zurückkommen. Ja, ich weiß genau, wenn er uns jetzt entgegenkommt, ich renne. Ich weiß es. Ich kann mich nicht beherrschen und den Teil haben wir geschafft. So, warum ist die Bibliothek rot? Okay, hier vorne haben wir noch ein Kombinationsschloss. Was ist denn die Bibliothek rot? Da ist doch gar nichts mehr. Das, was wir machen mussten mit dem Wagenheber, das haben wir doch gemacht. Wir kommen jetzt auch auf die andere Seite. Dann holen wir jetzt erstmal das Schießpulver. Das war jetzt nicht so spannend, aber muss ja erledigt werden. Nachher ist nämlich genau das eine Schießpulver, das wir bräuchten, um mal wieder was herzustellen. So, also schreiben wir mal was hier. Und geh mal wieder von meinem Fuß runter. So. Das behalten wir erstmal. Wo ist denn das andere Teil eigentlich? Wir haben noch 2 Teile eingesammelt. Das sollte man nämlich gleich auf jeden Fall mitnehmen. Hm.
Okay, ich bin verwirrt. Wo wir jetzt erstmal das. Wir haben doch schon zwei Teile gefunden, ne? Wieso habe ich jetzt nur eins in der Tasche? So, und wir müssen dann. Oh Gott, wo war das denn immer? Heizraum. Ach Gott, ja genau, hier unten war das, ne? Okay, da muss ich gleich einmal gucken, wie wir da nochmal hinkommen. Weiß ich jetzt gerade so nicht mehr. Alles klar. Haben wir hier auch alles eingesammelt? Schluck Gamelde. So, Elektronikteil und Schaltschrankteil. Genau, die haben wir doch beide erhalten. Der Treppe müssen wir wieder hin. Und zu der kamen wir hin durch. Okay, wir rennen auf jeden Fall erstmal in die Richtung. Aber wahrscheinlich kommen wir jetzt eh wieder nicht. Müssen wir eh nochmal zurücklaufen, weil er jetzt wahrscheinlich gleich durch die Tür kommt. Sehr schön. Da sind es sind auch noch drei Schuss drin. Aber die packen wir jetzt trotzdem erstmal weg, würde ich sagen. Merk schon, ich bin heute sehr, sehr gesprächig. Oh. Das hört uns bei. So, jetzt gucken wir nochmal durch. Schlüssel, Schlüssel, Schneidewerkzeug. Habe ich das vielleicht schon da dran gemacht? Und ich das. Ich weiß, dass ich mit euch schon mal da hingegangen bin. Das ist mir zu laut, ey. Okay. Da. Bin ich jetzt gesehen oder nicht? Ich meine. Okay, es geht echt anscheinend, dass man sich vor ihm verstecken kann, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass er einfach immer weiß, wo wir sind. Aber richtig ist es schon. Er hat uns jetzt eigentlich nicht gesehen. Ich habe mich nicht bewegt, er hat mich nicht gehört, ne? Das finde ich ganz cool. Schafft man es eigentlich schon, ihn irgendwie abzuhängen und dass er dann woanders langläuft? Aber in der Bibliothek, glaube ich, hatten wir. Mussten wir das, glaube ich, trotzdem so machen. Ich glaube, das war so ein Trigger, so dass der da sowieso immer wieder hingekommen wäre. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich da hinkomme. Wenn ich jetzt hier.
hochgehe, komme ich da lang. Das ist auf jeden Fall falsch. Wenn ich zur Feuerleiter gehe. Fünfzehn Minuten. Dann mache ich mal lieber hier eine Aufnahmepause und guck mal, dass ich gleich dahin komme. Dann fange ich mit euch gleich einfach schon direkt da unten an, weil ich weiß gerade ehrlich nicht, weil und ich habe keinen Bock jetzt mit euch natürlich hier 5 Stunden rumzulaufen und ihr euch langweilt und denkt so, oh, das war doch links, rechts, geradeaus und dann runter. Ich weiß es nicht mehr. Es ist echt schon wieder 4 Wochen her, dass ich gespielt habe und ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich langlaufen muss.